Der deutsche Tigerpanzer, auch Panzerkampfwagen 6 genannt, erlangte während des Zweiten Weltkrieges einen gefürchteten Ruf. Dieser Panzer fasziniert heute noch Historiker und das breite Publikum gleichermaßen. Seinen legendären Ruf verdankt dieser Panzerkommandanten wie zum Beispiel den hochdekorierten Panzerassen wie Michael Wittmann oder Otto Karius. Doch es gab noch viele andere talentierte Tigerkommandanten, welche an der Ost- sowie an der Westfront kämpften und im Laufe der Zeit weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Franz Staudecker war einer von ihnen. Zunächst diente Staudecker im Panzer III und wechselte Ende des Jahres 1942 auf den Tiger. Obwohl er als dreister und rücksichtsloser Kommandant bei seinen Kameraden bekannt war, war sein Mut unbeschreitbar. Die Sternstunde seiner Karriere ereignete sich während der Schlacht um Kursk im Juli des Jahres 1943. Denn am dritten Kampftag war sein Panzer mittelschwer beschädigt und zunächst sah es ganz so aus, als ob er bei keinen weiteren Kampfhandlungen mehr teilnehmen konnte. Als aber seine Einheit eine furchterregende Nachricht erreicht hat, dass ein sowjetischer Gegenangriff, welcher aus ca. 50 bis 60 T-34 Panzern unmittelbar in seiner Gegend erfolgen wird und die restlichen Tigerpanzer seiner Einheit schon anderen Zielen zugewiesen sind, fasste Staudecker den schnellen Entschluss, nur die nötigsten Reparaturen durchführen zu lassen und sich ganz allein diesem Angriff zu stellen. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte, wie ein einzelner Tigerpanzer an der Ostfront des Zweiten Weltkrieges alleine gegen 50 sowjetische T-34 Panzer antrat und 22 von ihnen vernichten konnte. Los geht's! Franz Staudecker trat kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in die Armee ein. Er wurde zunächst der Infanterie im Ausbildungsbataillon der 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler zugeteilt und wurde während seines ersten Gefechts verwundet. Nach seiner Genesung wechselte er zur Panzerwaffe und begann dort seine Ausbildung. Staudeckers Geschichte in diesem Video beginnt in einer warmen Sommernacht am 5. Juli des Jahres 1943, und zwar dem Eröffnungstag der Schlacht um Kursk. Nach einem anstrengenden Kampftag machte sich Staudecker mit seinem Tiger auf den Weg, um im Schutz der Dunkelheit zu seiner Einheit aufzuschließen. Unterwegs stieß Staudecker auf einen Panzer, welcher die Straße blockierte. Er stieg von seinem Tiger ab und sprach den Panzerfahrer an, gefälligst den Weg frei zu räumen. Dabei merkte er, dass der Panzerkommandant, welchen er angesprochen hat, ihn kaum verstanden hat, weil der Motor seines Tigers noch lief und dieser fremde Panzerkommandant rauchte einfach nur gemütlich eine Zigarette. Als Staudecker näher zu diesem Panzer trat, bemerkte er, dass dieser Panzer eigentlich ein sowjetischer T-34 war. Schnell rannte Staudecker zu seinem Tiger zurück, holte zwei Handgranaten und erinnerte sich an seine Infanterieausbildung. Ohne zu zögern warf Staudecker eine Handgranate in die Luke des T-34. Bei der Detonation ging der T-34 in Flammen auf und das Feuer durch die Explosion ging direkt auf einen weiteren T-34 über, welcher dahinter stand. Wobei dieser genauso in Flammen aufging. Nach so einem hitzigen Gefecht kehrte Staudecker zu seinem Tiger zurück und fuhr weiter, um zu seiner Einheit aufzuschließen. Für die Zerstörung von diesen zwei sowjetischen Panzern im Nahkampf wurde er am nächsten Tag mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Zwei sowjetische T-34 in einem Nahkampf so auszuschalten, ist natürlich eine beachtliche Leistung, doch dies wird allerdings in den Schatten gestellt werden, was drei Tage später geschehen wird. Die Operation Zitadelle markiert einen Schlüsselmoment des deutschen Tigerpanzers im Zweiten Weltkrieg. Die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler wurde bei dieser Unternehmung damit beauftragt, die sowjetischen Verteidigungsanlagen im südlichen Bereich des Frontbogens zu vernichten. Die Wildheit der Kämpfe ab dem 5. Juli 1943 verursachten massive Schäden an beiden Seiten. Darunter auch Staudeckers Tiger. Dieser war von vielen sowjetischen Geschossen mittelschwer beschädigt,
Aufgrund dieser Gegebenheiten konnte Staudeckers Tiger am bevorstehenden Angriff nicht teilnehmen. Frustriert saß Staudecker am 8. Juli des Jahres 1943 einfach so herum, während sein Tiger repariert wurde, und gab sich mit dem Gedanken ab, nicht mehr an weiteren Kampfhandlungen mehr teilnehmen zu können. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihm. Gegen 10 Uhr morgens des Jahres 1943 traf eine beunruhigende Nachricht im Reparaturlager ein. Diese Nachricht besagte, dass ein sowjetischer Angriffskonvoi bestehend aus 50 bis 60 Panzern schnell durch einen 5 Kilometer breiten Korridor aus Nordwest auf die deutschen Linien vorrückt. Staudeckers Tiger war der einzige verbliebene Panzer in diesem Bereich, um die herannahende Bedrohung abzuwenden. Alle anderen Tiger in diesem Bereich waren schon bereits anderen Zielen zugewiesen worden. Ohne zu zögern, traf Staudecker eine Entscheidung. Er ließ nun die Notreparaturen an seinem Fahrzeug durchführen und beschloss, alleine den Feind frontal anzugreifen. Seine Besatzung stimmte dem Plan bereitwillig zu. Nach den übereilten Reparaturen war das Getriebe seines Tigers in einem kritischen Zustand. Als es nun endlich losging, fuhr Staudeckers Tiger vorsichtig los. Als Staudecker im Kampfgebiet ankam, traf er noch rechtzeitig ein, um die Überreste des SS-Infanterieregiments Deutschland zu retten, bevor diese völlig überrannt wurden. Zwei sowjetische Panzer wurden zuvor von der Infanterie ausgeschaltet. Doch gerade als Staudecker und seine Kameraden dachten, sie hätten das Gefecht gewonnen, tauchten plötzlich zwei sowjetische T-34 Panzer unerwartet hinter einer Böschung auf. Ohne Umwege eröffneten die sowjetischen Panzer das Feuer. Staudeckers Fahrer manövrierte den Tiger schnell in Deckung, um es der neuen Bedrohung schwer zu machen, getroffen zu werden. Doch diese zwei sowjetischen Panzer wurden mit einem einzigen Schuss von Staudecker ausgeschaltet. Doch immer mehr sowjetische Panzer tauchten hinter der Böschung auf. Staudecker wies seinen Richtschützen ein Ziel zu und gab den Befehl zum Feuern. Blitzschnell entfesselte der Tiger seine mächtige Waffe. Eine 88mm Granate zuhrte durch die Luft und schlug direkt in die Frontplatte eines T-34 ein, wodurch diese abrupt zum Stehen gebracht wurde. Doch der Rest der feindlichen Panzer schien es nicht zu bemerken. Staudecker wies ein Ziel an und befahl Feuer. Ein weiterer Knall donnerte über die Felder und ein weiterer T-34 ging in Flammen auf. Und dann noch einer. In etwas mehr als einer Minute waren alle drei feindlichen Panzer eliminiert. Doch dann fiel Staudecker eine weitere Bewegung ins Auge. Es war ein weiterer T-34 und dieser rollte über den Bandamm. Und dort war noch einer und noch ein anderer. Doch Staudecker zögerte nicht und feuerte. Noch mehr T-34 rollten über die Böschung. Es waren mehr als ein Dutzend und es kamen immer noch mehr. Doch Staudeckers Tiger schlug einen weiteren Feind nieder und die Sowjets entdeckten nun endlich Staudeckers Position. Einer der T-34 drehte seinen Turm und erwiderte das Feuer. Die sowjetischen Geschütze fanden ihn, als eine feindliche Granate in sein Tiger einschlug, mit einem ohrbetäubenden Klirren, aber es drang nicht ein. Die Panzerung des Tiger war einfach zu dick. Die sowjetischen 76mm Granaten konnten den Tiger einfach nicht durchschlagen. Staudecker visierte einen weiteren T-34 an, feuerte und dieser zerflog in 100 Einzelteile. Doch weitere sowjetische Granaten schlugen in Staudeckers Tiger ein. Die Flut des feindlichen Feuers wurde von Minute zu Minute immer schlimmer, doch die sowjetischen Granaten prallten in alle Richtungen ab. Wie durch ein Wunder blieb Staudeckers Tiger völlig schadensfrei. Doch Staudecker war immer noch ruhig und gab Befehle mit kalter und kalkulierter Präzision. Die sowjetischen Verluste nahmen zu, aber diese kehrten immer noch nicht um. Staudeckers Tiger nahm weitere Opfer links und rechts ins Visier. Er feuerte so schnell, wie er nachladen konnte, während er dabei immer mehr Granaten abfeuerte, prallten weiterhin Geschosse des Gegners an seiner Rüstung ab. Das Äußere des Tigers war mit Dutzenden, vielleicht Hunderten von Einschlägen übersät, aber das Biest war immer noch voll einsatzbereit. Jetzt hatte Staudecker keine panzerbrechenden Granaten mehr.
Er gab den Befehl, zu hochexplosiver Munition zu wechseln. Ohne jegliche Hilfe hatte Staudecker den sowjetischen Vormarsch zum Erliegen gebracht. Vor ihm lagen nun 17 brennende Wracks. Doch er sagte, Fahrer machten sich bereit zum Losfahren, wir machen Jagd auf sie. Doch dies war ein unglaublich riskantes Manöver. Während sein Tiger keine panzerbrechende Munition mehr hatte und mit einem Getriebe, welches gerade repariert wurde und sich in einem kritischen Zustand befand, waren die Erfolgschancen bei diesem Manöver sehr gering. Aber Staudecker war dies egal. Bemerkenswerterweise waren seine Panzerketten trotz der vielen Treffer unbeschädigt. Der Motor des Tigers dröhnte und dieser fuhr los. Der Fahrer achtete mit höchster Aufmerksamkeit, den Tiger nicht zu schnell und hastig über das Gelände zu fahren. Als Staudecker und seine Besatzung über die Bankgleise auf die andere Seite fuhren, entdeckten die verbliebenen T-34 Panzer Staudeckers Tiger. Ohne zu zögern visierte sein Richtschütze mit der 88mm Kanone einen T-34 an und feuerte mit einem lauten Knall. Die Granate durchschlug direkt die Front des T-34 und dieser ging in Flammen auf. Doch zur gleichen Zeit eröffneten die sowjetischen Panzer ihr Feuer auf den Tiger. Doch die Geschosse prallten wieder ab. Viele T-34 zogen sich panisch zurück und manche machten den Versuch, sich zu wehren. Als der Rauch der Schlacht sich gelegt hatte, wurden Staudeckers Abschussliste 5 weitere Panzer hinzugefügt. Somit hat Staudecker 22 feindliche Panzer zerstört. Doch sein Tiger hatte um die 67 Schussnarben, welche von sowjetischen Granaten stammten. Für seine Leistungen an diesem Tag wurde Staudecker mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Unter Scharführer Franz Staudecker hatte den Krieg überlebt und wurde wegen seiner Beteiligung an der Waffen-SS nie strafrechtlich verfolgt. Staudecker verstarb im Jahre 1991. Das war es heute zur Geschichte, wie ein einzelner Tigerpanzer an der Ostfront des Zweiten Weltkrieges 22 sowjetische Panzer vernichten konnte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.